Und damit willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, Lydia ist mittlerweile wieder aufgetaucht. Ich bin nochmal zurück zu dieser Zwergenruine gereist und da stand sie dann rum und hat auf uns gewartet. Wir müssen mit der guten Astrid quatschen. Denn die hatte ja irgendein Anliegen an uns. Und, achso, mit Cicero wollten wir auch noch quatschen, ne? Ah, ihr seid zurück? Wie ist es euch mit eurem ersten echten Auftrag ergangen? Ich wette, es war um einiges aufregender als das, was Nasir euch bisher angeboten hat. Achso, wir müssen das nochmal zu ihr sagen hier, alles? Alles klar. Aber natürlich. So. Nun brauche ich Stimmt aber was eure nicht. Hilfe in... Es ist Cicero. Seit seiner Ankunft war sein Verhalten... Nun, irrational wäre eine Untertreibung. Ich glaube, er ist wirklich verrückt. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden. Mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Astrid, ihr seid ein wenig paranoid. Bei Sitis, wir müssen sie aufhalten! Ihr versteht also meine Befürchtungen. Aber klar! Wenn Cicero etwas plant und mit einem von uns konspiriert, wäre das katastrophal. Was soll ich tun? Lieber Bruder, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken. Nein, ihr benötigt ein Versteck. Nein. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen Nein, würde. Bitte nicht. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, unglaublich. Ja, der Sarg, er ist perfekt. Niemand, der bei Verstand ist, würde sich darin verstecken. Nun geht, bevor sie sich treffen. Berichtet mir später, was ihr in Erfahrung gebracht habt. Abgeschlossen, leidloses Erwachen. Oh Gott. Oh Gott. Sollte ich sonst noch was wissen? Wir fragen sie erstmal aus. Ich glaube nicht. Aber ich kann euch sicher mehr sagen, wenn ihr von der Kammer zurückgekehrt seid. Es hängt alles davon ab, was ihr in Erfahrung bringt. Beeilt euch. Ja. Ihr müsst an Ort und Stelle sein, bevor Cicero und sein Verbündeter dort eintreffen. Sie könnten jederzeit ein anderes Treffen planen. Okay, mache ich, Mama. Habt ihr eine Ahnung, wer sich mit Cicero verbinden würde? Das ist doch die eigentliche Frage, nicht wahr? Dieser Wirrkopf tritt ein, verschließt die Tür und das Gespräch beginnt. Innen muss also jemand auf ihn warten. Jeder von uns hätte diese Kammer leise und unbemerkt betreten können. Doch wer von uns würde es wagen, gegen die Zuflucht zu konspirieren? Allein der Gedanke daran bricht mir das Herz. Was wird Cicero eurer Meinung nach planen? Ist das nicht ganz offensichtlich? Als Bewahrer der Mutter der Nacht glaubt er, ihm stehe die Herrschaft über diese Zuflucht zu. Cicero wird unsere Unabhängigkeit als Argument für die Rückkehr zu den alten Wegen vorbringen. Er wird uns mangelnde Disziplin vorwerfen, zu Unrecht. Das grenzt fast schon an Ketzerei. Ironischerweise könnte sich auch die Mutter der Nacht als Opfer erweisen. Als Königin im Schachspiel eines Verrückten. Gut, vielleicht sollten wir... Geht, schnell! Ja, ja. Versteckt ja. euch im Sarg, bevor Cicero und der Verräter sich treffen. Vielleicht sollten wir erst noch mit Cicero quatschen, oder? Ich würde da jetzt ungern irgendwas überstürzen. Ach, und ich habe letztes Mal vergessen... Ihr braucht... Hm. Ach, bis später, Eisbein. Eisbein? Nee, ich habe vergessen... Grüße. Mondsteinerz zu kaufen letztes Mal und die Axt zu verbessern. Das wollten wir eigentlich machen. Nee, machen wir diese Folge noch. Okay, da ist der Sarg, aber wo ist Cicero? Da sitzt er. So, denn ich würde gerne erstmal mit ihm quatschen. Nicht, dass wir wieder irgendwas verpassen oder so.
Ciceros Tagebuch Band 1. Mit dem Beginn dieser neuen Lebensphase habe ich beschlossen, nun endlich ein Tagebuch zu führen. Mir ist so viel passiert innerhalb sowie außerhalb der Bruderschaft. Und wenn ich daran denke, dass all diese Ereignisse nirgendwo festgehalten wurden, erscheint es mir fast wie eine Beleidigung, Sitis. Darum bin ich fest entschlossen, dies wieder gut zu machen. Ja, die dunkle Bruderschaft hat ihre eigenen Schreiber und Chronisten. Aber deren ehrenwürdige Aufgabe ist es, die Ereignisse aufzuzeichnen, die Organisation als Ganzes für wichtig erachtet. Dieser Band soll als persönlicher Bericht eines Mannes dienen, eines einfachen Assassinen, der seine Klinge und sein Leben der dunklen Bruderschaft gewidmet hat. Vermutlich ist das wieder sau lang. Ja. Band 2. Ja, das ist, die sind zwar einzeln nicht so lang, aber wenn ich das wirklich alles hier vorlesen will, dann dauert das wieder ewig. Deshalb gehe ich die einfach nur mal so durch. Okay, er wäscht die Mutter irgendwie, habe ich gerade gelesen. Und reibt sie mit Öl ein. Ah, okay. Oh Mann. Lachen, lachen, lachen. Es ist der Hofnarr. Eine Stimme aus der Leere, um den armen Cicero aufzumuntern. Ich lese nur Worte und ich merke, wie verrückt er einfach wird. So, noch ein Tagebuch irgendwo? Wahrscheinlich nicht. So, Ihr benötigt die Dienste des Narren der Herzen? Warum seid ihr in die Zukunft, Warum seid ihr in die Zukunft gekommen? Genau. Die Gruft der Mutter der Nacht in Braville wurde geschändet. Die kaiserliche Provinz ist von Kämpfen verwüstet. Zurzeit ist es dort nirgendwo sicher. Also hat Cicero unsere Dame in ihr neues Zuhause gebracht. Hierher! Das ist die einzige in Himmelsrand verbliebene Zuflucht. Das gebot meine Ehre als Bewahrer. Wer ist die Mutter der Nacht? Oh, was? Wer ist die Mutter der Nacht? Ja, genau. Oh, ihr erlaubt euch einen Scherz. Ihr scherzt mit dem leichtgläubigen Cicero. Ihr wisst natürlich, dass die Mutter der Nacht unsere unheilige Oberin ist. Der unvergängliche Geist einer großen Frau, die Kinder des Cities gebar. Und sie tötete. Ihm zu Ehren. Wie lustig. Erzählt mir etwas über Sitis. Das ist, als müsste ich euch von der Kälte des Alls oder dem Schrecken der Nacht erzählen. Sitis ist all das. Er ist die Leere. Die Leere. Und was sind die Pflichten eines Bewahrers? Oh, Cicero kümmert sich um die Leiche unserer Dame. Ölt sie an, konserviert sie, hält sie sicher. Er sorgt dafür, dass niemand sich dem Sarg unserer Oberin respektlos nähert. Na dann, und was könnt ihr mir über euch erzählen? Ich? Oh, Cicero ist nur der Bewahrer. Ich bewahre. Ich kümmere mich um unsere Oberin, die Mutter der Nacht. Ich sorge dafür, dass sie sauber, geschützt und glücklich ist. Aber ich bin nicht der Zuhörer. Nein, es gibt keinen Zuhörer. Jetzt noch nicht. Aber eines Tages, so hoffe ich,
Wird sie jemand hören? Die Worte. Zuhörer? Welcher Zuhörer? Also ich denke, er will wahrscheinlich der Zuhörer sein. Oh, nun, der Zuhörer ist die einzige Person, zu der die Mutter der Nacht spricht. Es ist die höchste Ehre, die einem Mitglied der dunklen Bruderschaft zuteil werden kann. Natürlich ist unsere Gebieterin tot. Also spricht sie nicht durch Worte. Ihre Lippen sind verwest. Ihre Worte erklingen im Kopf des Zuhörers. Ich hörte, es ist eine innige Erfahrung. Aber es gab schon seit vielen Jahren keinen Zuhörer mehr. Unsere Gebieterin hat weder Cicero, noch Astrid, noch sonst jemanden erwählt. Aber eines Tages... Und irgendwoher... Cicero sagt euch, lebe wohl. Irgendwoher kommt mir seine Stimme bekannt vor. Nur woher? Ich glaube, in Extra 3. Ja. Ich glaube, bei diesen kleinen Minifilmchen da gab es mal die Stimme, die so ähnlich sich angehört hat wie der Cicero. Genau, von Atomi und Katoli. Genau. Ich glaube, das ist derselbe Sprecher hier. Naja, gut. Egal, wir müssen hier uns um die Mutti kümmern. Vielmehr, wir müssen kuscheln gehen. Oh Gott. Lass die Finger bei dir, Mutti. Aha, spannend. Sind wir allein? Ja. Ja. Allein. Süße Einsamkeit. Niemand wird uns hören oder stören. Oh Gott. Alles läuft nach Plan. Die anderen. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie werden kommen, ich weiß es. Der Zauberer Festus Grex. Vielleicht sogar der Argonia und das Nichtkind. Was ist mit euch? Habt ihr mit jemandem gesprochen? Nein? Nein, natürlich nicht. Ich rede, gehe, sehe und spreche. Und was tut ihr? Nichts! Nicht! Nicht, dass ich wütend wäre. Nein, niemals. Cicero versteht. Cicero versteht immer. Und gehorcht. Alter Gollum, ey. Ihr redet, wenn ihr bereit seid, oder? Oder? Liebe Mutter der Nacht. Armer Cicero. Guter Cicero. Mein Sohn, demütiger Diener. Doch meine Stimme wird er niemals hören. Denn er ist nicht der Zuhörer. Oh, aber wie kann ich euch verteidigen? Wie kann ich euren Willen ausführen, wenn ihr nicht sprecht? Zu niemandem! Oh, aber ich werde sprechen. Mit euch werde ich sprechen. Denn auf euch habe ich gewartet. Ja, euch. Ihr teilt meine eiserne Grabstätte. Ihr wärmt meine alten Knochen. Diese Aufgabe gebe ich euch. Reist nach Volunrod. Sprecht
mit Amon Moutier. Der arme Cicero hat euch enttäuscht. Dem armen Cicero tut es leid, liebe Mutter. Ich habe mich so sehr angestrengt. Aber ich kann den Zuhörer einfach nicht finden. Sagt Cicero, die Zeit sei gekommen. Sagt ihm die Worte, auf die er all die Jahre gewartet hat. Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille stirbt. Was? Es ist nicht so, wie es aussieht. Eine entwürdigende und befleckende Tat. Ihr habt die Heiligkeit des Sarges der Mutter der Nacht verletzt. Redet! Redet, Wurm! Oh, es tut mir leid, es war keine Absicht und die Mutter der Nacht hat zu mir gesprochen. Sie sagte, sie hat auf mich gewartet und dann konnte ich nicht widerstehen. Sie hat zu euch gesprochen? Noch mehr Heimtücke, noch mehr Betrügereien und Täuschungen. Ihr lügt! Die Mutter der Nacht spricht nur mit dem Zuhörer! Und es gibt keinen Zuhörer! Wie er ausflippt, ey. Wartet, sie hat mir gesagt, ich soll euch sagen, Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille stirbt. Das hat sie gesagt? Diese Worte hat sie euch gesagt? Dunkelheit erhebt sich, wenn die Stille stirbt? Aber das sind die Worte, die bindenden Worte, geschrieben in den Büchern des Bewahrens. Das für mich bestimmte Signal, die einzige Möglichkeit der Mutter, mit Cicero zu sprechen. Dann stimmt es. Sie ist zurück. Unsere Dame ist zurück. Sie hat einen Zuhörer auserwählt. Sie hat euch auserwählt. Seid gegrüßt, Zuhörer! Oh Gott! Bei Cities, es reicht! Zurück, Wahnsinniger! Was immer ihr auch im Schilde führt, es ist vorbei! Geht es euch gut? Ich habe den Tumult gehört. Mit wem hat Cicero denn gesprochen? Wo ist der Komplize? Zeigt euch, Verräter! Ich sprach nur zur Mutter der Nacht. Ich sprach zur Mutter der Nacht, aber sie sprach nicht zu mir. Oh nein! Sie sprach nur zu ihm. Zum Zuhörer! Was? Der Zuhörer? Was erzählt ihr denn da? Was soll dieser Wahnsinn? Es stimmt! Es stimmt! Die Mutter der Nacht hat gesprochen! Die Stille wurde durchbrochen! Der Zuhörer wurde auserwählt! Also ich finde ihn ja fast so cool wie Sheogorath. Als ich Cicero schreien hörte, wusste ich, dass man euch entdeckt hat. Und ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet. Geht es euch gut? Ja, alles gut. Aber ich weiß nicht, es ging so schnell. Na schön. Lasst uns alle tief durchatmen. Cicero sagte, er habe mit der Mutter der Nacht gesprochen, aber sie sprach mit euch? Bitte sagt mir, dass das nur ein makabrer Scherz ist. Nee, die Mutter der Nacht hat mit mir gesprochen, als ich mit ihr gekuschelt habe, ganz zärtlich und innig. Was? Cicero sprach also mit niemandem sonst? Nur der Leichnam der Mutter der Nacht... Und die Mutter der Nacht, die nach allem, was wir wissen, nur mit der Person spricht, die als Zuhörer auserkoren wurde. Also ich. Sie hat gerade gesprochen. Ja. Gerade jetzt? Genau. Mit euch? Richtig. Ja, du bist wirklich scharfsinnig. Bei Cities. Und? Was hat sie gesagt? Ich muss mit Amon Moutier in Volunrut sprechen. Amon Moutier? Ich weiß wirklich nicht, wer das ist. Aber Volunrut, den Namen habe ich schon gehört. Und ich weiß auch, wo es ist. Na dann, soll ich also dahin gehen und mich mit diesem Mann unterhalten,
Nein, nein. Bitte, ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber ihr empfangt eure Befehle von mir, ist das klar? Die Mutter der Nacht mag ja mit euch gesprochen haben, aber ich bin noch immer das Oberhaupt dieser Familie. Ich werde meine Autorität nicht einfach so abgeben. Ich brauche Zeit, um über all das nachzudenken. Geht zu Nasir und erledigt einige Aufträge für ihn. Ich werde euch aufsuchen, wenn ich weiter über diese Angelegenheit reden kann. Alles klar, lass dir von Nasir einen Zusatzauftrag geben. Und bei dir wieder alles fit? Ihr seid der Zuhörer, ihr seid der Zuhörer. Ich habe Mutter gut genießt. Ich liebe den Typen. Glorreich. Ihr seid der Zuhörer, ihr seid der Zuhörer. Na. Na gut, so. Jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen erstmal zurück zur Kaiserstadt, wollte ich gerade sagen. Zurück nach Weißlauf. Und da verbessern wir uns dann mal die Axt. Also die Elfenaxt. Und dann nehmen wir das Ding als neue Nahkampfwaffe. Was? Was? Nichts. Alles gut. Ach so, halt! Nasir, stimmt. Warte mal. Wir quatschen erst mit ihm. Und, dann gehen wir nach Weißlauf, so rum. Das ist besser. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Was gibt's denn in Astrids Kleiderschrank? Nichts Schönes. Hier gibt's auch nichts. Na gut. So, der alte Nasir. Nasir Goreng, da hinten ist er irgendwo. Dachte schon, hier gibt's irgendwas Schönes drin, aber nein. So, Nasir, altes Haus. So viele Aufträge, so wenig Zeit. Astrid wollte, dass ich euch nach Arbeit fragen solle. Was? Astrid wollte, dass ich euch nach Arbeit fragen solle. Astrid wollte, dass ich euch nach Arbeit frage. Ich glaube, das klingt besser. Ihr hättet keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Das trifft sich gut. Ich habe zwei neue Aufträge. Einer davon ist ziemlich einfach, der andere dürfte eine echte Herausforderung sein. Euer erstes Ziel ist ein Ork namens Lobuk. Beim zweiten Ziel handelt es sich um einen Vampir namens Harren. Gute Jagd! Harren. Also Herrn, okay. Ich dachte schon, töte Harren. erzählt mir etwas über Harren. Er ist ein Vampir, der schon seit Jahren unter den Menschen lebt. Er befindet sich meistens in Gesellschaft seiner weiblichen Gefährtin Hert, ebenfalls ein Vampir. Der Auftrag gilt nur für den männlichen Vampir Harren. Aber vermutlich werdet ihr es auch mit seiner Gefährtin aufnehmen müssen. Passt um Citys Willen auf euch auf. Kein Problem. Und nun, erzähl mir etwas über Lobuk. Er ist wohl der schlechteste Barde in ganz Himmelsrand. Anscheinend wollten ihn so viele Leute tot sehen, dass Astrid den Auftraggeber mit Hilfe einer Lotterie bestimmen musste. Auch nicht schlecht. Ihr habt Leute zu töten, mein Freund. Jo. Macht euch ans Werk. Mach ich. Nee, dann gehen wir jetzt erstmal zurück nach Weißlauf. Ja. Und ich glaube. Die Lydia hat ja bitte auch noch Zeug zum Verkaufen dabei, ne? Also, von hier aus müssen wir eh schnell reisen. So, White Run. Niemand weiß, wer die Himmelsschmiede gebaut hat, wo die Waffen der Gefährten gefertigt wurden. Ihre Entdeckung hat zum Bau von Jorvaska und der Gründung der Gefährten geführt. So, hier ist natürlich jetzt wieder alles zu. Aber warte mal. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Das Ding müssen wir verkaufen. Das müssen wir einlagern. Und die Dinger eigentlich auch, ne? Lehm könnten wir auch einlagern.
Eisenerz hat sie auch noch. Müssen wir einschmelzen. Oh Gott, so viel zu tun. Geht ihr voran. Speichern und dann warten wir mal, bis hier jemand kommt. Hat sie mittlerweile wieder Geld? Ihr seid. Klingen. Jo, hat sie. Filme, so ziemlich. Oh. Die besten Waffen und Rüstungen. So, wenn wir heute so eine Axt. Das Ding kommt weg. Sind wir immer noch überladen? Immer noch? Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Jo, gleich. So. Machen wir noch ein bisschen Eisen. So. Gut, dann schleichen wir mal hoch zu unserer Bude. Oder warte mal, wir machen es anders. Okay, nee, so viel Leder kann ich gar nicht herstellen. So. Ich habe hier. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Machen wir die mal weg. Und jetzt? Dann immer noch nicht. Oh. Na komm. La 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 la. Wir haben ja Zeit, ne? Es läuft ja nichts davon. Oh Mann. Schnarch. Da ist sie, die rettende Truhe. Sehr schön. So, also. Komm rein damit. Okay. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Und du gibst mir jetzt mal bitte 64 Lehm. Dann mal los. Dann hat sie nämlich auch wieder ein bisschen mehr Platz. Zack. 50 Lederstreifen, davon können wir eigentlich auch mal locker flockig 30 einlagern. Gut. Was? Jetzt brauchen wir. Warte mal. 25. Boah, geil. Veredelter Mondstein. Mal, ob sie das hat. Ich sage nicht. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Sie hat nur Mondsteinerz. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr. Ah, mal gucken. Hier findet eigentlich jeder etwas.
Sag Bescheid, was er so hat. Willkommen in die besten Waffen und Rüstungen. Veredelter Mondstein, yay! Kaufen wir zwei. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Gut. So, dann gucken wir mal beim Beletor. Ob wir da noch was verkaufen können. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Grüß dich! Alle... Das wollte ich gar nicht. Ganz zu schweigen. Aber die größte... Oh, etwas hiervon. Was sehr schön, er hat wieder Geld. Ausgezeichnet. Das Ding kann eigentlich weg. Das Ding auch. So. Bitte kommt wieder. Okay. Jetzt noch die Axt verbessert. Sehr schön. So. Favorit. Zack. Alles klar. Morgen. Dann, warte mal. Huch, halt. Ja, die müsste jetzt da auch so eine Guten Morgen. Halterung haben. Jawohl. Sehr cool. Um wen kümmern wir uns zuerst? Um Lurburg, würde ich sagen. Warte mal, ich mache hier mal beide aktiv. Lurburg ist da oben in Mortal. Da lassen wir uns dann einfach von der Kutsche jetzt hinbringen. Hui, au, au, au. Kein Drache in Sicht. Kein Drache in Sicht. Soll ich euch... Wohin soll's gehen? Nach Mortal. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Schönes Wetter für ein Hausritt. Ich hoffe, es bleibt ja, so. Auf jeden Fall, das wäre schön. Das wäre auf jeden Fall schön. Wirke im Kampf Seelenfalle auf einen Feind, dann wird seine Seele in einer deiner leeren Seelensteine gefangen. Ich habe ein komisches Gefühl. Mein Gefühl. Ja, mein Gefühl täuscht mich nicht. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da ist er. Ich könnte ja mal die Pfeile wechseln eigentlich. Sehr mutige Männer haben wir hier an unserer Seite. Und apropos Drache. Die Bewohner machen jetzt folgendes. Da habe ich so eine Mod installiert, die flüchten jetzt vorm Drache oder wenn die Stadt angegriffen wird. Dann verziehen die sich in die Häuser. Was ja doch recht realistisch ist. So, orkischer Pfeil. Ich würde sagen, wir nehmen mal den. Feuer frei! Scheiße! Ich dachte, er fliegt los. Jetzt fliegt er los. Kann ich aber nochmal erwischen. Boah! Komm schon! Lande! Los, du verdammtes Monster! Ah.
das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Feuer frei! Gleich haben wir ihn. Jetzt haut er ab! Wirklich? Jetzt bezahlt ihr. Boah, dieser feige Sack. Glaube ich ja jetzt nicht. Der ist ernsthaft geflüchtet. Da, ist er da? Ich glaube, das ist er. Ja, das ist er. Ach. So, Freundchen. Du wolltest es ja nicht anders. Was ist denn mit ihm los? Oh! Ah, komm her, du! So. Nicht mit uns! Drachenschuppen, die brauchen wir. Gold brauchen wir. Orkischer Pfeil, Stahlpfeil. Die Knochen lassen wir jetzt einfach mal liegen. Drachenseele aufgenommen. Sehr schön. Echt krass, da ist der einfach geflüchtet. Der Penner. So. Okay. Dann können wir uns jetzt um unser eigentliches Ziel kümmern. Um den schrecklichen Orkbaden. Oh, den Boots. So, mal gucken, wie wir den kriegen. Wenn der hier in so einer Kneipe ist, ist das natürlich schwierig. Ach, obwohl. Es macht es natürlich schwieriger, Lydia, wenn du dich direkt vor mein... Ah. Hilfe! Ein Mord! Oh! Wer war das denn? Oh mein Gott! Hast du was gesehen? Also ich nicht. Komm, setz dich doch mal. Ja, mal gerade hin hier. Ging das? Willkommen im Moorblick. Wenn ihr etwas braucht, sagt Huch. Es mir. Es ist dreckiges Diebesgesindel. Entschuldigung. Hey, Hände weg! Es tut mir leid. Huch. Ich habe die Strafe gekriegt. Der Kessel hat mich angefallen. So, ich glaube, ich muss Strafe bezahlen. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Rifton. So. Der Vampir, wo ist der?
Töte her, ach Gott. Gut, da könnten wir von der Zuflucht hinlaufen, aber es ist schon ein ganz schönes Stückchen. Vielleicht sogar etwas für mich. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten. Hier kann mich keiner mit einem Boot wegbringen, ne? Ich glaube nicht. Und eine Kutsche gab es hier auch nicht. Oder? Leider nein. Na gut. Dann reisen wir direkt dahin zurück, hä? Was soll's? Sterbliche stellen Sithis oft als Skelettwesen dar, um seine Verbundenheit mit dem Tod zu symbolisieren. In Wirklichkeit ist der Fürst des Schreckens formlos und irgendwas anderes. Da links lang. Nee, komm. Ja, komm. Wir machen es in der nächsten Folge. Sonst wird das wieder zu lang hier. Also, bis morgen. Ciao.